passt mal auf, Leute. Das ist eine 221er S-Klasse. Komplett umgebaut auf... Los geht's, jetzt hätte ich es fast verpasst. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich weiß nicht mehr, was mir dazu einfällt. Ja, hier könnt ihr euch wirklich euer Auto umbauen, wie ihr wollt. Im Beamer, Benz und Polo fahren wir über Silla YOLO. Ein Türke, ein Deutscher und ein Grieche, Istanbul, Ankara und am Messina. Ja, guten Morgen, Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe hier gestern Nacht auf dieser geilen Schlafcouch geschlafen. Aber ob ihr es mir glaubt oder nicht, das Drecksding ist sowas von bequem. Ja, wir sind ja jetzt hier wieder bei Memos Eltern. Ich habe hier ein eigenes komplettes Gästezimmer mit Balkon. Ich freue mich wieder hier zu sein. Wir haben ja im Oktober haben wir auch komplett hier durchgeschlafen. Und es ist doch aktuell Ramadan, Fastenmonat. Und gestern haben wir zusammen Iftar gemacht, also das Fastenbrechen, wenn die Sonne untergeht, dass man essen kann. Haben wir mit den Eltern schön komplett gegessen. War richtig geil, eine richtig schöne Erfahrung. Heute soll auch ein ganz, ganz besonderer Tag werden. Heute soll das Auto beim Sattler fertig werden. Fertig zusammengebaut, mit allen Teilen, mit den Sitzen, alles komplett zusammengebaut. Das werden wir heute sehen, deswegen bin ich ganz aufgeregt. Erstmal ein bisschen was frühstücken und dann geht's ab mit unserem Mietwagen nach Adana. So, der Mehmet macht natürlich seine Tour. Hier in Messen. Und für mich geht's auf nach Adana. Leute, ich habe ein ganz kleines doofes Problem. Man sieht es jetzt nicht. Mein Internet ist gestern Abend alle gegangen. Ich habe keine mobilen Daten mehr. Ich muss das wieder aufladen. Und ich kann kein Google Maps jetzt anschmeißen. Ich weiß, es gibt einen kürzeren, schnelleren Weg von der Autobahn zum Sattler. Den kenne ich aber nicht. Den kenne ich nicht aus dem Kopf. Ich kenne aber den Weg von Emra zum Sattler aus dem Kopf. Das heißt, ich fahre jetzt einmal zickzack quer durch die Stadt, einmal zu Emra rüber. Obwohl das Auto da ja gar nicht steht. Ich fahre da nur hin, weil ich von da aus den Weg aus dem Kopf zum Sattler kenne. Und da müssen wir mal zusehen, dass wir heute irgendwie irgendwo Vodafone aufladen, dass ich wieder Internet habe. Aber gut, ich bin ja froh, dass ich überhaupt jetzt eine Möglichkeit habe, den Weg irgendwie zu finden. Ich bin ja ab jetzt nur noch alleine unterwegs, beziehungsweise der Memo muss ja seine Sachen in Messen machen. Also, interessant und aufregend hier. Das ist Adana. Wow, was für ein krasser Civic hier, was ist los? Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wenn ich jetzt kein Internet habe, vielleicht funktioniert meine Übersetzer-App nicht. Dann wäre ich richtig am Arsch. Scheiße, die öffnet erst gar nicht. Okay, dann muss ich mir Wi-Fi geben lassen. Achso, entweder haben die hier Wi-Fi oder Wi-Fi geben lassen zu einem Vodafone-Store. Und dann erstmal das Ding aufladen. Beziehungsweise ich müsste vorher erstmal zum Geld wechseln, weil ich kein Geld mehr habe. Keine türkischen Lire mehr. Startet ja gut aus. Hauptsache sind wir erstmal angekommen, das ist das Wichtigste, ne? So, ich komme hier an. Die Mittelkonsole ist schon ready. Viele hatten Angst, dass die nicht gemacht wird. Alter. Und die Kopfstützen haben sie auch rausbekommen. Ich sage euch ehrlich, ich wüsste nicht, wie man die Kopfstützen ausbaut. Aber viele haben Angst gehabt, dass wir die Mittelkonsole vergessen. Nein, das Auto sollte ja planmäßig nochmal hierher und dann sollte die Mittelkonsole gemacht werden. Und die wurde aufgepolstert. Irgendwie war die hier so total durchgesessen. Also durchgesessen mit dem Arm halt. Das hat man richtig toll gespürt. Und jetzt ist das alles wieder fresh. Genau, das haben wir ja schon, ne? Das habt ihr ja schon gesehen mit dem schwarzen Alcantara-Himmel hier. Und hier sind unsere Kopfstützen. Merhaba. Wi-Fi? Hier? Ja? Wi-Fi. Ah, Patron. Merhaba. Merhaba. Was denn? Ah, ist diese? Okay. Er macht gerade hier schönes Lederlenkrad. Genau. Internetjog. Okay, ich habe erstmal Internet hier, kann ich Vodafone laden, raussuchen etc. Und ich kann das neueste Video online stellen. Ich habe das alles von zu Hause fertig gemacht und muss jetzt hier einmal auf Veröffentlichen drücken. Das hätte ich jetzt ohne Internet auch nicht machen können. Also perfekt. Läuft alles. Ja, heute soll das da, ne? Das soll alles heute hier drin landen. Bin mal sehr gespannt.
weiß gar nicht, was er jetzt hier gerade genau macht. Das muss irgendwie ein Teil der Kopfstützen sein. Oder Türgriffe oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hier sind gerade schon wieder ein paar Dinger vorbereitet. Das sind wahrscheinlich die Kopfstützen, wo dann hier das Metall jeweils durchgeht. Ne? Also diese beiden Löcher hier für den hier. Gucken wir mal. Ich bin gespannt. Gespannt wie ein Flode. So, also ich hatte wohl recht. Das sind die Kopfstützen. Die macht er jetzt noch irgendwie zusammen. Und dann werden die hier rumgedreht und hier draufgezogen. Bin sehr, sehr gespannt. Ja, es ist das Alte, ne? Ich fahre kurz in die Stadt, meine Internetkarte aufladen. Ich komme später wieder. Tamam, bekliyorum. Was sagt er? Ja. Okay, ich warte. Okay. Mercedes-Benz. Benz. AMG. Was auch noch ganz interessant wird, sind die Türen. Mir wurde gestern gesagt, die Türen sind unten im Keller gerade noch. Das wird ja auch noch mal richtig bescheuert, weil in den Türen haben wir ja auch Baklava drin. Ne? So, erstmal Geld wechseln, sonst kann ich nämlich gar nichts machen hier bei unserem bekannten Geldwechsler. €250 entspricht 8.750 Tele. Ach, die hat mir eine 100er gegeben. 6, 8, 10, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Also ich sag mal so, ich habe es jetzt nicht hundertprozentig auf 100 Teller nachgezählt, aber grob passt es. Es ist so ungefähr die richtige Menge. Also abgezogen hat sie mich nicht. So, jetzt können wir ordentlich die Karte aufladen. Die haben letztes Mal nämlich meine Karte nicht genommen, deswegen habe ich Nackit gezahlt mit Bargeld. Deswegen gucken wir jetzt mal. Deswegen wollte ich erst Geld holen, bevor wir jetzt die Karte aufladen. Und den Vodafone-Laden muss ich jetzt auch finden. Ich habe ja kein Internet. Ui, wei, wei, wei. Oha. Ich wollte eigentlich wegen der S-Klasse dahin. Aber ein bisschen Autocontent kann man ja hier mitnehmen. Okay, ob das jetzt sein muss auf dem beigen Innenraum, das rote Lenkrad, weiß ich nicht. Ach, geiler Spoiler hinten drauf. Geile Nummer. Absolut krasses Auto hier in der Türkei, muss man sagen. Ne? Und hier? Nein. Nein. Ich erkenne schon direkt was. Und zwar ist das ein 221er. Nein. Ich plane gerade mein neues YouTube-Projekt und überlege, was kann man machen, mit was für einem Auto kann man fahren. Passt mal auf, Leute. Das ist eine 221er S-Klasse, komplett umgebaut auf 222. Kann man einmal hier dran erkennen, ne? Ein 221er hat so einen ausgestellten Kotflügel. Und zwar wurden dann komplett hier die Seitenteile erneuert. Achtung, hier geht's runter. Und natürlich nicht zu übersehen, am Innenraum, das ist halt noch Vorgängermodell. Merhaba. Çok güzel. Hammerhart. Es gibt mehrere Firmen in der Türkei, die das hier machen. Und das wäre natürlich mein Traum, ne? Weil 222 mein absolutes Lieblingsauto, mein Traumauto. Kann mir so eine Gurke aber nicht leisten. Also was mache ich? Einfach fake it till you make it. Eine alte S-Klasse auf neu umbauen. Das wäre ja ein Hammer-Türkei-Projekt, das wäre absoluter Traum. Ich gucke nämlich schon die ganzen Tage nach irgendwie so Firmen und frage hier ein paar Leute, die sowas umbauen können, weil du musst komplette Seitenteile umschweißen und so. Ja, wäre krass. Ich habe so ein mini kleines Problem. Ich habe ja kein Internet und ohne Internet habe ich keinen Übersetzer. Und ohne Übersetzer, dem jetzt zu erklären, dass ich meine Karte gerne mit 40 GB aufgeladen haben möchte, wird wahrscheinlich relativ schwer, wenn er kein Englisch versteht. Jetzt sitze ich schon vor dem Laden. Und überleg gerade, was ich jetzt mache. Die einzigen beiden Wi-Fis, die frei sind, sind nicht verfügbar. Also da musst du dich anmelden mit Passwort und so. Was mache ich jetzt? Ich kann auch nicht Memo anrufen, weil ich ja kein Internet habe. Bin ein bisschen am Arsch. Ohne Internet bist du hier aufgeschmissen. Merhaba. Englisch? Karte aufladen?
Internet Jock. Refill. Dritt. This is Evit. 40 GB, 590. Evet. Cards okay or naked? Naked. Cash. Okay. Teşekkürler. Kolay gelsin. So, ich bin wieder auf dem Dampfer. Ich habe wieder Internet und 40 GB auf einer Prepaid-Karte kosten einfach nur 16 Euro. 600 Telle. Macht das Sinn? 700 Telle sind 20, ja. Kosten einfach nur 16 Euro, 40 GB. Das ist echt brutal. Ich glaube, bei dem letzten habe ich für 40 GB 30 Euro bezahlt. Ich habe mich so abgezogen. Aber gut, wir sind wieder auf dem Dampfer. Hier können wir den Translator benutzen. So, ich bin wieder zurück. Schockgesell. Guck mal, die Lenkradtasten hat er auch noch ausgetauscht. Ich habe ihm noch welche mitgegeben. Wow. Puh. Wei, wei, wei. Das ist die Kulle. Und zwar, die Lenkradtasten waren so ein bisschen Softlack angelaufen. Ich habe vom Vorbesitzer von dem Auto noch welche mitgegeben bekommen, beziehungsweise der hat die mir nachgeschickt. Liebe, liebe Grüße, vielen Dank dafür. Und dann habe ich ihm die gestern gegeben und gesagt, hier, bau mir die auch mal bitte um. Deswegen sind jetzt auch noch bessere Lenkradtasten drin. So, und hier baut er das Lenkrad jetzt wieder ein. Ich bin jetzt gerade hier zurückgekommen. Und hier ist jetzt auch schon was passiert. Die ersten Steps. Kopfstützen sind schon drin. Also, das geht jetzt hier an. Der Wagen braucht sowieso noch eine neue Achsvermessung. Alles gut. Er hat sich jetzt wahrscheinlich Mühe gegeben, das Lenkrad gleich wieder draufzusetzen. Das Lenkrad stand ja aber sowieso schief, so sind wir hergefahren. Also wollte ich sowieso noch mal eine Achsvermessung machen. Hier laden gerade meine Kameraakkus und hier schließe ich jetzt aber mein Telefon an. Weil ich schon wieder Jock Batterie habe. So, und der Abi macht sich jetzt hier an die Türverkleidung. Ich dachte, die sind schon gemacht worden, aber nein, nein, das geht jetzt los. Macht er sich ran hier. Weil das hier bekommt ja auch Baklava in diesem schönen Braun. So, hier tut sich was. Einmal die ganzen Lederteile ausgebaut aus den Türverkleidungen. Hier sind die Türverkleidungen. Und jetzt soll es losgehen, dass die vorderen Sitze reinkommen. Die räumen gerade hier drin nochmal alles auf. Es wird ja drin auch nochmal ausgesaugt. Gehe ich mal zumindest von aus. Und guck mal, das ist sogar noch vom Motor eigentlich, ne? Und dann können die Sitze hier reinkommen. Los geht's, jetzt hätte ich es fast verpasst. Er hat extra um das Lenkrad hat er so einen Plastikschutz drum gemacht, damit man das jetzt nicht kaputt macht, weil es ja frisch bezogen ist. Und gegen die Mittelkonsole dürfen sie auch nicht kommen. Die ist ja auch jetzt schon frisch gemacht. Sprachlos. Guck mal, die alte Maschine schleppt das von alleine. Boah, Leute, 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 Leute. Wow. Mach mal die Tür zu. Grün mit Braun drinne. Oh. So, guck mal, die machen hier direkt weiter mit der Rückbank. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich weiß nicht mehr, was mir dazu einfällt. Okay. So, einmal jetzt, damit man sich die Optik hier einmal vorstellen kann. Hier, die sind ja jetzt auch schon drin, ne? Die Kopfstützen. Leute, ich bin sprachlos, sage ich euch ehrlich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich stehe hier ganz nervös, ganz verdattert daneben. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare. Ich finde auch das Braune, das Sattelbraun, passt sich perfekt mit dem Holz, mit dem Wurzelnuss.
Und er ist schon wieder hier. Teşekkürler. Wow. Çok güzel. Wow. Kann das schon ab? Ich wollte ihm jetzt nicht seine Arbeit kaputt machen. Aber nur damit man das volle Bild halt hat. Ja. So wird das richtig, richtig Spaß machen, die 4000 Kilometer nach Hause zu fahren, sage ich mal. Ne? Wow. Hier schön grün. Und dann hier drin sattelbraun. Ist ja so eine klassische, luxuriöse Kombo. Ne? So ein paar haben wahrscheinlich gezweifelt, was ist das für eine komische Kombi. Aber wenn man sich mal so diese teuren, hochklassigen Autos anguckt, Bentley, Flying Spur und so, dann ist das nicht, da habe ich mir das nicht selber ausgedacht. Ne? Ach so, genau. Und der schwarze Dachhimmel? Alter. Der Alcantara Dachhimmel ist ja schon verbaut. Noch nicht komplett fertig. Ne? C-Säulen, A-Säulen fehlen noch. Aber so ist schon mal ein Sneak Peek. 90% Innenraum komplett fertig. Und es knallt mich komplett weg. Es nimmt ja alles auseinander. Sag doch mal ehrlich. So, was ich jetzt noch gerne machen würde, was ich dann auch jeweils gerne machen würde, wäre eine ambiente Beleuchtung, so wie ich es beim Pinken habe, vielleicht nur ein bisschen Fußraumlicht oder vielleicht kann man hier auch so irgendwo was Kleines zwischenlegen. Da hätte ich noch richtig Bock drauf. Da hat Memo mich gerade angerufen, der ist gerade in Mersin bei so einem Ambiente-Typen und der will gleich weiter zu seinem Soundanlagen-Mann, der will doch in seinen Golf eine Soundanlage reinballern. Wenn wir jetzt hier schon so ein schönes Ergebnis haben, würde ich hier jetzt schon mal Break machen und weiterfahren nach Mersin. Ja. 1A Arbeit, 1A Optik. So. Heute Abend sollte ich das Auto ja komplett fertig abholen. Jetzt ist erst mittags. Entweder mache ich dann morgen, komme ich morgen her oder wir organisieren das so unter sich, dass das Auto wieder rüber geht zu Emra. Der wollte noch mal einmal komplett sauber machen. Einmal ein, zwei Sachen zum Finish hat er noch. Hat er mir gesagt, wollte er noch mal verbessern. Dann würde ich mich hier verabschieden bei den Jungs und wieder zurückfahren nach Mersino. So, bevor es zum Ambiente-Mann geht, eine kleine Stärkung. Muss ja auch mal sein. Wir sind hier mitten am Meer in Mersin. Dann kann man auch mal Fisch essen. Ja, er hat recht. Am Mittelmeer. Warte, was meinst du? Ja, bist du am Mittelmeer, ja. Eigentlich wollte ich sagen, Leon hatte so Hunger, er hat gefragt, ist es jetzt oder kommt da noch was? Ja. Er hatte erst befürchtet gehabt, dass wir nur die Schrimps hatten. Ich habe einen Mordshunger, wir haben noch nichts gegessen heute. Aber toller Tisch natürlich. Ne? Wir haben Barbunya, wir haben die kleinen Hamsis, wir haben in Öl, in Drinks. Ach, gib ihn, Digga, gib ihn. Ja. Geil, oder? Ach, hier los, du. Halte mal gerade. So, neuer Stopp, MKA Tuning. Mehmet ist ja auch zum ersten Mal, hat ihn hier kennengelernt durch seinen Lackierer. Ja, ich habe ihn gerade seine Bruder gehört dir Geld. Warte mal. Okay. Das ist Murat. Murat macht hier ein bisschen Tuning, ein bisschen Anlage. Hier, komm, muss mal gucken, Umbauten. Bodykits. Amige. Er macht alles Mögliche. Sag mal, hättest du Bolabierse, Murat? Ja, hier könnt ihr euch wirklich euer Auto umbauen, wie ihr wollt. C63, Golf R, 6er Golf aber nur. Hier gibt's alles, alles was du willst. AMG Endblenden. Kannst du auch Facelift umbauen, das hier müsste Passat sein. Das ist Golf, hier Golf GTI, ne, mit Rot drinne. Auspuffblenden. Macht er auch hier deine Auspuffblende gleich, oder was? Nicht hier, also ich kaufe einen von ihm und dann will ich nichts machen, ne? Okay. Also er macht so ein bisschen sein Tuning. Hast du die Lenkrad gesehen hier? Komm her. Was für ein Lenk? Ja. Ah. Bis dahin durch. Hier Panamericana Grill, AMG. Hier oben. Oh. Hier mal mehr. Normales Samsung geschickt. Wo ist die 10? Neues Mercedes Lenkrad? Fahr, hör mal. Oder wo steht das hier? Ja, iPhone. Mehmet hat sein Kabel vergessen. Das ist schon heftig. Also guck mal hier die Lenkräder, guck mal. Ich hab das.
Aber guck dir die Lenkrad an. Ich hab das Lenkrad hier gerade schon runtergenommen. Aber schon geil, ne? Das ist brutal, das ist richtig heftig. Genau, das ist hier nicht original. Das ist, aber guck dir das mal an. Ja, ich hab das. Hier habe ich das gesehen. Aber die sehen alle krass aus. Guck dir die Optik an. Ja, und dann Oschecke geben, ganz allein. Ja, also ist nicht original, klar. Ja, ne? Weißt du, okay, was meine? Ich meine? Haben wir jetzt die Fabrik hat eingeredet. Haben wir jetzt so ein Ding, Alter, er sagt, du hast keinen Unterschied. Auch mit diesem, das ist auch schon was bewährt. Was kostet denn sowas? Das ist doch bescheuert teuer. $4. Das ist die teuerste Lenkrad mit Carbon Marwan. Deswegen? Um die 40.000 Teile kostet dieses Lenkrad. Ach, also 1.000. 1.200. Ja. Schon hart, ne? Schon hart. Wunderschön, Welle. Keine Ahnung, weiß ich nicht. 10.000, 15.000 kosten die Lenkräder. Okay. Ist okay, 300 Euro. Schreibt es mal in die Kommentare, was würde man dafür in Deutschland irgendwie irgendwo bezahlen. Boah, schau Audi, ne? Hier mit LEDs. Oha. Können die das elektrisch auch alles so anschließen? Ohne Bali und das hätte ich alles schon immer. Ja, also mein Vater hat bei sich im R6 so ein Lenkrad mit dem LEDs. Ja, die LEDs haben aber nicht funktioniert. Er sagt, funktioniert alles bei ihm. Okay. Schöner Laden, ne? Ja. Hammer. Ne? Er macht viel hier. Ja, der Golf natürlich, der sieht natürlich wieder ober, ja, ne? Ne? Brutal. Schatz, man denkt. Herzlich willkommen hier bei MTKs jetzt hier, du. Das ist doch ein neues Video, oder nicht? Ja? Guck mal, der Scirocco hat hier ein bisschen Tuning wahrscheinlich bekommen. Sieht so aus, als hätten sie den Heckspoiler angeklebt, als hätten sie hier Side Skirts, also Schwelle angeklebt. Ein bisschen Bodykit-Tuning. Wie bei. Was haben sie hier gemacht? Oder hat er einen kompletten Umbau auf Golf R bekommen? So ein bisschen Fast and the Furious, nein, wie heißt das? Need for Speed. So Need for Speed immer so Bodykits auswählen. Absoluter Hammer hier. Okay. Er hat nur gesehen, dass ich das Auto gefilmt habe. Ist auf jeden Fall ein Benziner. Aber wahrscheinlich kein echter Golf R, sondern wahrscheinlich normaler 2 Liter Benziner einfach nur, oder? Ah, jetzt weiß ich, er wollte nicht den Motor anmachen, er wollte die Zündung anmachen, um mir seine Ambientebeleuchtung zu zeigen. Wir haben ja hier zugesagt, Mehmet hat das hier heute geklärt, während ich in Adana war. Diese Ambientebeleuchtung wird unsere S-Klasse auch bekommen. Die S-Klasse ist ja jetzt gerade extrem edel und man muss jetzt aufpassen, dass das nicht kitschig wirken lässt. Aber das kann man dann in so einem schönen normalen Weich oder so einem Gelbton lassen, dass das schön luxuriös in der S-Klasse noch bleibt, ne? Aber das ist echt krass. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich dachte, das ist. Ich kenne so diese Dinger, die so raushängen, ne? Also diese Leuchtröhren, die man so zwischendrückt. Das ist aber echt gut verbaut hier. Muss irgendwie was anderes sein. Das ist geil. Also wenn die Jungs das bei mir auch so machen, auch so hinkriegen in die S-Klasse, das wird die nächste Modifikation sein. Wenn das Auto vom Sattler fertig zusammengebaut zurückkommt, kriegt er so eine schöne Ambientebeleuchtung. Und dann kann man mit App wohl irgendwie alles machen, ne? Und man sieht es auch bei hellem Licht. Guck mal hier, das muss ja auch nochmal extra sein. Hier müsst ihr das auch haben, genau. Fußraumbeleuchtung. Ja. Das wird. Ja, das an. Ich glaube, die haben das. Kochen wie viel Golf, ja? So eine schöne Frittentheke oder was? Fetter Spoiler. Ja. Ich dachte erst, er will den Motor anmachen. Nein, er wollte mir nur zeigen. Wir haben ihn besucht und haben gedacht, achso, er hat doch die Seiten. Aber guck mal, wie gut das verbaut ist. Ich kenne diese hässlichen Dinger, die so weit rausstehen. Das ist ja hier richtig drin. Deswegen haben wir vorhin ja gesagt, Alter, richtig, guck mal, das sieht aus, als wäre es original, ne? Richtig so, ja, wirklich. Weil das steht nichts über. Genau. Du kannst so. Komm, hat er gut eingebaut, der Junge. Normalerweise kenne ich diese billigen Dinger, die so raushängen. Das ist ja richtig geil tief verbaut. Er schneidet die mit rein, er fräst die mit rein. Finde ich ganz toll. Achso, er nimmt hier von der Türverkleidung ein bisschen was weg, ja, oder was? Er fräst da ein bisschen in die Schiene rein. Finde ich gut, weil hier, guck mal, wie schön das aussieht. Sonst guckt das so 1,5 Meter raus. Und guck mal auch, wie hell das ist. Wir haben heute Tag hell und du siehst richtig deutlich, wie da die LEDs durchfliegen. Ich feier diese bunten Dinger. Klar hast du da noch 1000 andere Möglichkeiten. Ja. 1000 andere Möglichkeiten. Also aber wenn der das bei mir auch so hinkriegt, mashallah, geiler Typ. Finde ich auch, ne? Und ganz lieber Kerl. Ja, hat er ja Bodykit hat er eingebaut, siehst du ja, ne? Hat er komplett die Heckspoiler. Seitenschweller, genau. Hammer. Ja. Schickes Auto. Ich dachte gerade, du kriegst diese Box in den Kofferraum. Nein. Ich frage ihn gerade, ob die Box hier reingeht. Nein, ich habe doch die hier. Gib die mal an. Mehmet hat schon gesagt, ich muss die Koffer nehmen in die S-Klasse. Das ist aber ein richtig großes Teil, ne? Ja, geht, aber es ist eine Fokal. Also ich habe wirklich gute Erfahrung mit dem Bassbock. Das Ding reißt wirklich. Hast du Haji Murat gehört?
Das ist jetzt das gleiche vom Haji Murat, genau, die schmeißt jetzt hier rein, ja? Ja, weil Haji Murat, der ist mir zu teuer für Haji Murat. Der kriegt eine normale Box. Den lasse ich so eine günstige Box einbauen. Jawohl. Das reicht dann aber auch, weißt du, weil die Endstufe ist schon zu gut für Haji Murat. Der kriegt so eine kleine Mini-Anlage, das ist doch schon okay, oder? Machst du richtig hier, dass die Scheiben rausfliegen, ja? 90-Jahre-Style, Digga. Das war früher, kennst du das, in den 90er Jahren? Subwoofer-Endstufe. Normal, Hi-Fi-Contest und so immer. Genau, ne? Aber jetzt nicht extrem natürlich. So auf gut und günstig. Das habe ich früher mal so gemacht. 4 Boxen, Endstufe, Subwoofer. Hat gelangt. Hat gelangt. Jawohl. Schönes Ding. Hammer. So, hier liegt die Box gerade auf dem Dach. Hier kann man das sehen. Ich nehme das hier mal runter vom frisch lackierten Auto. Achso, und hier will er jetzt auch wahrscheinlich gerade reinmachen, ne? Und das hier ist das Set. Das sind dann so richtig schöne, flache, dünne Dinger. Und deswegen schmückt sich das so richtig gut ein wahrscheinlich, ne? Und hier hast du noch für den Fußraum wahrscheinlich, ne? LEDs, die du extra anschließen kannst. Aber das freue ich mich ja drauf. Das wird ja dann kein Fisch, das Fusch, das wird ja ein richtig schönes, geiles Upgrade sogar. Da wäre normalerweise gar nichts gewesen, oder was? Nein. Oh, so, warte mal, jetzt geh mal in den Sitz rein, mach mal den Sitztest. Achso, warte, erstmal pass auf, hier ist der Lautsprecher jetzt gerade drin. Original ist da keiner drin. Jetzt hab ich gerade. Original ist da keiner drin. Das sieht geil aus, das sieht aus, als würde einer reingefahren. So, jetzt sitz ich mal in den Sitz mal, ne? Hast du aufgepolstern lassen jetzt, ja? Damit der alte Mann dann nach Hause kommt. Nächster Unterschied? Ja, hier hinten. Alter, sonst weißt du noch, wo du gefahren bist? War schon durch, also war, du saßt so drin. Jetzt auf der Seite halt. Jetzt ist gut. Aber nur, ja, du. Du hast einen schönen Vergleich. Ja, mir ging es auch nur um die Fahrersitz. Normal, damit du nach Hause kommst. Hammer, richtig krasser Vergleich hier. Und hier, hier werden jetzt gerade die Boxen gemacht. Die Karre willst du selber fahren, wenn du unterwegs bist. Wenn die Bässe knallen, mit Ambiente drin. Ich bin mal gespannt, Alter. Frag mal, ob er Unterbodenbeleuchtung machen kann. Das wäre brutal. Wallabak. Aber mit der Soundanlage wirst du auf jeden Fall nicht müde auf dem Rückweg. Nein, ich frage ihn, ob man Unterbodenbeleuchtung machen kann. Wallah weiß, wie geil das aussieht. Unterbodenbeleuchtung. Jetzt dreht er richtig durch. Jetzt hat er voll einen an den Satz. Wallabak, ich frage. Ja, Wallah, aber ich frage ihn mal jetzt. Ja? Weißt du, wie geil das kommt, wenn das Ding noch leuchtet nachts? Das wäre heftig. Auch so LED-Leisten einfach darunter, ne? Ja, so wie hier wäre er wohl. Na, hat er bestimmt irgendwas. Das ist doch ein ehemaliges Taxi. Nachbar wird man auch nicht werden von ihm. Ja, aber das ist ja nicht. Sein Nachbar wird es auch nicht werden, oder? Und ich, Alter, er drehte die Anlagen auf. Aber cool, ne? So die Jungs chillen hier. Ich ja, mag sowas. Hier sind doch richtig viele Jungs. Ey. Ja, aber die Musik, ne, das verbindet, ne? Die Leute. Haben Tuning verbindet. Aber ein guter Junge, der Kleine, Murat. Ja, mal gucken, was er rauskriegt. Also ich bin gespannt, wie er mein Ambiente einbaut. Ich bin auch gespannt, aber ich bin ganz schön überzeugt. Also ich dachte, das wird, sieht schlecht aus. Beim Scirocco? Wenn der das so macht, brutal. Brutal? Besser also ich habe schon schlechtere gesehen. Ich auch. Bei meiner S-Klasse hat ein Kollege eingebaut, sieht aus wie scheiße. Hat ich schon erzählt. Wirklich, S-Klasse sieht scheiße aus. Das ist mir aber nicht aufgefallen bei der S-Klasse. Ja, aber sieht scheiße aus. Wenn du richtig genau hinguckst, du merkst das. Hammer. Also er hat also bei dem Scirocco, die galt, ob vom der Berg ist. Der Scirocco ist brutal. Nicht Hammer. Schlecht. Hm? So, gib mal dann, ja, wir fahren Massage. Ja, Leute, ich mache euch hier wieder bis nachts die Videos fertig. Ich sitze hier auf dem schönen Balkon bei Memos Eltern und bin jetzt hier durch mit dem Videoschnitt. Bin durch mit dem Video. Absolut hammergeiles 30-Minuten-Video geworden. Falls es euch auch gefallen hat, liked das Video gerne. Abonniert den Kanal kostenlos. Richtig, richtig geil, was hier gerade wie passiert. In jedem Video, an jedem Tag sage ich das. Aber es ist einfach halt wirklich so. Kannst nichts anderes gegen sagen. Einmal jetzt Video liken, Kanal kostenlos abonnieren. Schreibt mal einen Kommentar. Ich freue mich. Morgen soll das Auto 100% fertig vom Sattern sein. Und dann geht es weiter zum Ambientebeleuchtung einbauen. Ich freue mich. Falls ihr es nicht verpassen wollt, wisst ihr, was zu tun ist. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.